Abus zählt mit zu einem der besten MMA-Kämpfer in ganz Deutschland und ist einer der wenigen, die es sogar bis in die UFC geschafft haben. Mit seinem spektakulären Kampfstil überzeugt er seine Fans immer wieder aufs Neue und er ist immer für eine Überraschung zu haben. Und hier im heutigen Video möchte ich ein bisschen über ihn sprechen und meine Meinung zu dem Thema abgeben, ob er es schaffen kann, in der UFC Champion zu werden und so den Titel nach Deutschland zu bringen, was den Sport hier dann auf eine komplett neue Ebene katapultieren würde. Wie immer, Freunde, liken und abonnieren nicht vergessen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Da Abus im Mittelgewicht aktiv ist und so mit hoher Wahrscheinlichkeit plant, dort auch der Champion zu werden, gucken wir uns erstmal seine möglichen Gegner, die an der Spitze der Division aktiv sind, an. Da er ein paar von denen auf jeden Fall weghauen muss, um an den Champion ranzukommen, wer auch immer das sein mag. So haben wir derzeit Israel Adesanya als Champion, Robert Whittaker als die 2 und Alex Pereira als die 3. Und ja, Alex Pereira ist ja ins Leichtschwergewicht gewechselt und fällt somit raus. Danach haben wir Marvin Vettori, Jared Cannonier, Paulo Costa, Sean Strickland, Dricos du Plessis, Derek Bronson und Roman Dolidze. Und was einem direkt auffällt, ist, dass Israel Adesanya alle aus der Top 5 weggehauen hat. Und manche von denen sogar mehr als einmal. Und ehrlich gesagt denke ich auch nicht, dass aus der derzeitigen Top 10 irgendjemand eine Chance gegen Israel Adesanya hat. Die einzige plausible Möglichkeit, wie Israel Adesanya in den nächsten paar Jahren von der Spitze verschwindet, ist, wenn er zurücktritt. Aber wenn es Abus sogar vorher schaffen würde, an die Spitze zu kommen, hat er auch auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen gegen Adesanya. Und ich will hier Abus jetzt nicht auf irgendein Podest stellen und sagen, dass er hier alle direkt easy weghaut, weil Israel Adesanya ist schon eine richtige Macht und ein absolut brutaler Fighter. Seine Takedown-Defense ist einfach unglaublich und fast keiner von den Top 5 hat es ihn nur annähernd geschafft, auf den Boden zu kontrollieren. Aber keiner von denen hatte auch so ein gutes Wrestling wie Abus. Wenn ich ganz ehrlich bin, wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger Kampf für Abus, aber ich glaube, er kann ihn auf jeden Fall gewinnen. Naja, aber um an den Thron zu kommen, muss er auf jeden Fall ein paar von den Top 10 Leuten weghauen. Und so muss er entweder gegen Paulo Costa, Jared Cannonier, Marvin Vettori oder Robert Whittaker dran. Und alle außer Jared Cannonier haben meiner Meinung nach eine richtig gute Grappling Base und sind sehr schwer auf dem Boden zu kontrollieren. Vor allem Robert Whittaker, der im Stand und auf dem Boden auf jeden Fall eine richtige Gefahr ist. Und aus meiner Sicht einer der besten Allrounder in der gesamten UFC ist. Aber wie schon gesagt, ich glaube, keiner ist auf dem Level wie Abus, vor allem auf dem Boden und im Grappling. Und man darf auf jeden Fall auch nicht Abus Standgame unterschätzen, denn seine Kicks, vor allem seine Frontkicks, sind eine richtig, richtig böse Waffe. Und da er so lang ist, wird er sie auch oft durchbringen, da er sie wirklich perfektioniert hat. Und auch seine langen Fäuste sind eine richtige Gefahr, weil man sie echt schlecht sieht und ordentlich Power dahinter steckt. Aber ich denke, wenn er seine Gegner einmal auf dem Boden hat oder wie gesagt im Clinch in seinem Favorite Choke in der Guillotine catcht, kann es auch dort wirklich, wirklich schnell vorbei sein. Denn Abus ist wirklich ein Finisher durch und durch. Also ich will abschließend auf jeden Fall sagen, dass er eine richtig gute Chance hat, denn sein Skillset, was er in den Cage bringt, ist wirklich perfekt für diese Division. Denn wie schon zum tausendsten Mal gesagt, keiner hat so einen Ring wie er, aus meiner Sicht. Und auch im Stand kann er meiner Meinung nach mit jedem von denen mithalten. Aber vor allem, wenn er auf Israel Adesanya trifft, sollte er von seinem Ring Gebrauch machen. Denn im Stand ist Adesanya wirklich eine Sniper und jeder kleine Fehler könnte das ausbedeuten. Und ich glaube, dieses Risiko ist sich Abus auch bewusst und er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch direkt auf einen Takedown gehen. Naja, in seinem nächsten Kampf trifft er ja auf Sean Strickland und ich glaube wirklich, Abus macht ihn fertig. Und das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit frühzeitig. Denn Sean Strickland ist wirklich eher ein Boxer und mag es nicht so gerne zu kicken. Außer wie gesagt, er mag auch Frontkicks. Es wird ein lustiges Duell. Beide werden sich Frontkicks, glaube ich, entgegen schießen. Aber wie gesagt, ich glaube, Abus Striking ist auf einem deutlich besseren Level und vor allem sein Grappling wird Sean Strickland überrumpeln. Wenn ich jetzt eine Prediction abgeben würde, würde ich sagen, er macht es durch Runde 2 Submission. Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich es im Urin. Denn ich glaube wirklich, er ist einfach der bessere Fighter. Abschließend zu der Frage vom Anfang, hat auf jeden Fall das Potenzial, Champion in der UFC zu werden. Und das ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Jetzt seid auf jeden Fall ihr gefragt, wie denkt ihr, wird Abus gegen Sean Strickland
abschneiden und hat er das Potenzial, Champion zu sein. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig hyped auf den Kampf und freue mich einfach, dass wir endlich einen richtig guten deutschsprachigen Fighter in der UFC haben, der den Sport nach Deutschland bringt und er so dann natürlich auch einfacher andere Fighter aus Deutschland dazu holen könnte. Ich bin, wie ihr schon hören könnt, richtig, richtig fett gehypt und bedanke mich wirklich bei allen fürs Zuschauen. Ihr seid wirklich die krassesten und wir sehen uns wie immer in einem neuen Video in alter Frische wieder. Haut rein, Freunde, und ciao.